Welcome back! Das wird der FIBO-Vlog, Leute. Es geht gleich los für mich nach Köln und ich habe gerade alles schon fertig gepackt und ja, bin jetzt ready to go. I'm so excited. Ich bin richtig aufgeregt und richtig gespannt, wie es wird. Ich war ja, wie gesagt, schon mal auf der FIBO letztes Jahr und dieses Jahr wird es aber nochmal was anderes für mich, weil ich halt als Athletin mit TVO da sein werde. Und ja, es wird sehr, also ich bin so gespannt und ich freue mich richtig dolle, ein paar von euch zu treffen vielleicht. Bin sehr gespannt, ich kann mir das ja alles irgendwie noch nicht so richtig also vorstellen, das wird so eine ganz neue Erfahrung. Ich habe schon ein paar Bilder geschickt bekommen, Leute, vom TVO-Stand und ich freue mich ja so dolle, euch ihn zu zeigen, weil, ja, das ist ja der FIBO-Banner, von dem ich euch erzählt habe und ich freue mich schon so, das in live zu sehen. Also in wie das so ist, wenn man sich auf so einem riesen Plakat sieht. Ich bin sehr gespannt. Let's go, Leute, let's go. Auf nach Köln. Der Outfit-Check darf natürlich nicht fehlen. Ich trage das Meek & Han Set in beige. Ich liebe es. Ich habe das nochmal in der Farbe bestellt, because we love it. Es geht los. Irgendwie habe ich eine Haferkarte inzwischen entwickelt, Leute, wo es irgendwie jetzt immer, wenn ich am Bahnhof bin, bei Haferkarte so ein Porridge, das Wald, der Waldbeerkater ist es für mich. Und ich trinke noch ein Eist Cappuccino mit Hafermilch. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeit, jetzt in der Bahn war, richtig früh dran. Zimmer. Julia hat das übrigens auch wieder am Start. Yes. Wir teilen uns ein Zimmer. Okay, der Ausblick ist. So ein kleines süßes Zimmer. Badezimmer. Oh, das ist hübsch. Ja, ein Riesenspiegel. Guck mal, wir können uns jetzt zusammen einfach fertig machen. Perfekt. Nice. Und ich habe gesehen, da liegt was auf dem Bett. Mhm. Oh, das ist von meinem Management. Süß. Süß. Wie cute, ein Ingwer-Shot. I love it. Wir haben uns jetzt ready gemacht fürs Gym, weil wir noch kurz ein bisschen trainieren gehen wollen. Mhm. Und auch ein bisschen Content aufnehmen wollen. Zusammen. Wir haben sehr wenig Zeit. Wir haben so wenig Zeit schon wieder. Das ja. Guck mal, jetzt gibt es hier eins für 11 Uhr. Uber. Ja. Okay. Ich bestelle das jetzt mal eben. Ja, wir haben so wenig Zeit, aber wir ziehen jetzt einfach durch. Wir gehen nämlich heute Abend mit unseren Managements essen. Und ich glaube, wir haben jetzt insgesamt nur noch eine Stunde dann voll im Gym Zeit. Aber wir ziehen jetzt einfach durch. Ja. Und wir haben die Berry und Ice Blue an. Yay. Mhm. Wir haben jetzt ein bisschen trainiert und Content gefunden. Jetzt sehr kurz, aber wenigstens ein bisschen. Ja, und wir sind ein bisschen spät dran jetzt, sehr spät. Sehr spät, ja. Aber das ist bei uns ja irgendwie immer so. Ja. Und wir nehmen uns immer so gut vor. Und wir haben ja immer so viel Zeit. Aber ja. Naja, we'll try. Guck mal, da aus! Ja, 4 Wochen her, glaube ich, ne? Die Reise? 4 Wochen ungefähr. Ja, wir sind gerade mit unserem Management essen. Welche Farbe ziehst du morgen an? Blau. Nee, noch nicht blau. Machen Sie auch Shorts? Es wird nämlich sehr warm. Mhm. 25 Grad. Und Sonntag auch noch ein? Ich glaube, ich auch. Müssen wir uns auch bei Sonne? Auch schon. Ja. Oh Gott, ich habe gerade die ganze Zeit dahin gemacht. Ich habe am Anfang auch. Sorry, Leute. Ich habe euch wieder nicht angeguckt. Ich habe jetzt gerade schon meine Haare gewaschen. Ich habe meine Haare auch noch geschnitten, weil die brauchten irgendwie einen freshen Cut. Hat irgendwie ganz viel Spliss. Das musste unbedingt weg. Ich habe, glaube ich, so ein Stück abgeschnitten. Ungefähr, ja. Ich schneide meine Haare immer selber. Ich habe mein Outfit für morgen rausgelegt. Und auf jeden Fall muss ich jetzt noch warten, bis meine Haare getrocknet sind. Und föhne ich die so ein bisschen, also wenn die so gut wie trocken sind, föhne ich noch einmal so drauf, dass die so warm werden. Und dann drehe ich die in den Heatless, in die Heatless Curls. Ihr wisst ja schon Bescheid. Ihr kennt das ja schon von mir. Ich laufe irgendwie, ich mache das so oft. Ich liebe das. Damit fühle ich mich auch am wohlsten, weil meine Haare dann irgendwie so am
am vollsten aussehen, weil ich habe von Natur aus ja echt eher so feineres Haar. Also ich habe nicht wenig Haar, aber ich habe eher so feineres Haar. Und ja, ich werde morgen auf jeden Fall die Curls machen mit dem weißen Stirnband. Dieses Stirnband habe ich mich ja so verliebt auf der Shootingreise. Oh, ist das hier irgendwie besser? Das Licht ist nicht so gut. Ich bin auf jeden Fall richtig happy, dass Juliette und ich hier zusammen sein können. Also, dass wir zusammen hier auch im Hotelzimmer sind. Und wir haben auch, glaube ich, sogar die gleichen Meet-and-Greet-Zeiten morgen. Und ja, allgemein, dass wir so zusammen sind und das so zusammen erleben können. Ist richtig cool. Dann, ich weiß nicht, ich finde sowas ist immer schöner irgendwie zusammen, wenn man so Erinnerungen zusammenschaffen kann und die miteinander so teilen kann und da später auch irgendwie noch drüber reden kann dann. Und ja, bin ich voll dankbar für. Und wir versuchen morgen auch, wie gesagt, so gut es geht mitzufilmen. Ich bin mal gespannt, wie gut es geht. Good morning. Good morning. Wir beide mit unseren Heatless Curls. Beautiful. Oh, ich konnte einfach einschlafen. Ich habe sonst immer richtig Einschlafprobleme vor solchen Sachen. Hm. Manchmal schlafe ich dann auch nur eine Stunde oder so, aber diesmal konnte ich einschlafen wegen hier. Ich glaube, das war's. Beide Herren habe ich mir geholt. Du bist so schnell eingeschlafen. Es hat echt nicht lange gedauert. Und dann hast du auf einmal so richtig laut, also so geatmet, dieses beim Schlafen, weißt du, so. Ja, und ich war so, oh mein Gott, ja, sie kann schlafen. Du warst auch erleichtert. Aber ja. So schnell nicht, ich habe auch ein bisschen gebraucht. Mhm. Ja, bei mir jetzt auch ein bisschen lange gedauert. Unruhig, ne? Ja, ich musste auch wieder so oft zur Toilette. Ich muss nachts immer so oft auf Toilette. Naja. Oh, die kleinste Blase der Welt. Ist so, es ist wirklich schlimm. Sehr belastend manchmal, eigentlich immer. Aber ja, das Wetter sieht sehr gut aus. Wir haben schon ein Fenster auf. Nee, Aussicht aus unserem Fenster ist nicht so gut. Aber wir machen uns jetzt ready. Und dann, also ganz entspannt, gehen dann, glaube ich, irgendwie frühstücken oder so. Ich weiß gar nicht. Ich weiß auch nicht. Wir machen ganz entspannt, Leute. Ja. Oh, Leute, ich weiß gar nicht, ob ich, ja, wie ich mich fühlen soll heute. Ja, ne? So ich auch nicht. Naja, mal sehen. Ich bin auch sehr gespannt, wie es wird. Wir gehen jetzt los zur FIBO. Aber wir wollen erst noch einen Kaffee suchen, ne? Ja, oder auf der FIBO einen Kaffee suchen. Ja. Und dann geht es zum TVO-Stand. Wir sind schon aufgeregt. Ja. Ja, die Aufregung jetzt kommt jetzt schon sehr durch. Ja. Und wir sind super gespannt, wie das heute wird. Drei Frauen Jockeys. Also, nochmal das lauteste TVO der FIBO. TVO, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Und die Jockeys fliegen in Richtung, dass die letzte Artikel rausfällt. Yay, vielen Dank, dass Sie bei der Challenge dabei waren. Es geht noch mehr weiter. Wir sehen uns. Bis gleich. Vielen Dank. Thank you.
wir liegen jetzt seit ein paar Stunden hier. Also wir sind wieder im Hotelzimmer und wir kommen irgendwie gar nicht richtig klar irgendwie. Wir wissen irgendwie, ich weiß nicht. Hat erst mal geheult. Ja. Ja, wir sind sehr überwältigt von heute. Ja, weil wir das auch alles irgendwie gar nicht richtig realisieren konnten, als wir da waren. Und da habe ich auch irgendwie gar nichts richtig so, ich weiß nicht, es war alles so viel, es war so laut. Und jetzt irgendwie wurden wir eben gerade richtig emotional, als wir uns die Videos angeschaut haben. Also die Videos von Meet and Greet. Ja. Und wir sind auch so fertig. Ja, wir haben jetzt noch das Dinner. Wir haben jetzt noch das Dinner und wir sind eigentlich auch schon wieder zu spät dran. Viel zu spät. Wir müssen jetzt eigentlich los und wir sind noch nicht mal fertig. Nein. Und wir sind jetzt auch so ein bisschen verheult. Oh Gott. Ja, läuft. Meine Stimme ist auch ein bisschen heiser. Ja, wir mussten auch die ganze Zeit so schreien, weil es einfach so laut war. Ja, und man konnte sich gar nicht verstehen irgendwie. Ja, ganz viele Reizüberflutung. So stressig. Und die Geräuschkulisse war einfach sehr krass. Aber es waren auch so viele Podcast-Zuhörerinnen da. Wir haben uns so gefreut, euch zu sehen und euch zu umarmen. Und das hat uns voll viel bedeutet. Ja, das war so schön. Uns richtig gefreut. Und, ja. Wir mussten auch eben erstmal wieder räuchern. Ja. Hier. Nee. Das ist Palo Santo ist wieder am Start. Naja. Und morgen einfach noch einen Tag. Off to dinner. Yes. Kurz auf den Check. Und unser Uber wartet. Ja. Hast du It's the next day. Day two. Wir sind gerade auf dem Weg in die Halle. Es gab heute Morgen viele Outfit-Probleme. Ja. Sind auch noch, also immer noch nicht so hundertprozentig zufrieden. Aber ja. Jet hat blau an und ich grün. Grün. Eisblau. Ja, ich habe das Grüne an. Naja, das war jetzt aber wieder eine super Kameraführung von mir. Ja, wir holen uns jetzt erstmal einen Cappuccino. Kaffee, ganz wichtig, ganz heute. Wichtig heute. Wir brauchen unbedingt Kaffee. Ist echt kaputt von gestern. Mhm. Zu Hause. Ich habe letztes Wochenende einfach komplett nicht unbedingt vergessen, den Vlog zu beenden, aber ich hatte einfach so keine Kraft mehr irgendwie für irgendwas. Also wir sind, ich glaube, das letzte Video, was ihr gerade gesehen habt, war, dass ich die Menge so gefilmt habe am Sonntag und danach sind Juliette und ich auch zum Bahnhof, also ins Hotel, haben unsere Sachen geholt und sind dann zum Bahnhof gefahren. Und wir waren so fertig, so vom Energielevel einfach. Als ich hier angekommen bin zu Hause, stand ich wirklich so hier bei uns in der Wohnung. Und ich war so zu André so, ich kann nicht mehr. Irgendwie so, weil ich so, ich wusste auch gar nicht so richtig, was ich fühle. Also ich habe mich, glaube ich, noch nie so gefühlt wie am Ende von diesen 2 Tagen. Weil das so eine komplette Reizüberflutung war. Also die Lautstärke war ganz extrem. Es war so laut und es waren so viele Menschen. Und das sind 2 Sachen, auf die ich sehr sensibel reagiere. Juliette und ich meinten auch, das hat sich irgendwie alles so ein bisschen angefühlt wie so ein Fiebertraum, weil man durch diese Reizüberflutung gar nicht mehr alles so richtig realisiert hat, was alles so gerade passiert und auch wie es einem geht. Oder man ist so in den Protector-Mode irgendwie so gegangen, also dass man so
das alles so ein bisschen und also gar nicht ins Fühlen gegangen ist, damit man sich so schützt, weil das alles so viel war, glaube ich. Ich hatte das ja auch, wir haben das in dem einen Video auch gesagt, dass wir am Abend nach Hause gekommen sind und irgendwie erst gar nicht wussten, was wir fühlen sollen und dass das dann im Nachhinein dann so kam, dass alles dann so hochkam und wir dann so emotional wurden, weil wir dann erst realisiert haben, was überhaupt so alles abging. Ich habe am Sonntag, da hatten wir glaube ich gar nicht mitgefilmt mit der Vlogging-Cam für, also bei Meet and Greet. Wir hatten da, glaube ich, eine Dreiviertelstunde mit dem Meet and Greet und die erste halbe Stunde kam halt wirklich die ganze Zeit, also ununterbrochen immer jemand zu mir oder zu Dread und mir. Und ich musste dann auf einmal, mittendrin kamen mir auf einmal so die Tränen, weil ich habe es auch gar nicht richtig gecheckt, ich konnte es nicht kontrollieren. Ich musste auf einfach weinen, weil ich auf einmal so realisiert habe, was gerade eigentlich so abgeht. Und mir hat das so viel bedeutet, dass ihr, also an die, die da waren, danke, dass ihr da wart. Und ich habe mich so gefreut, euch zu umarmen und euch kennenzulernen und ja, es hat uns ganz viel bedeutet. Es waren so viele Leute einfach vom viele Podcast-Zuhörerinnen dabei. Dadurch haben wir jetzt auch nochmal gemerkt, oder es hat uns voll motiviert, jetzt noch mehr auch so in diesen Podcast zu stecken. Oder auch ich in meine YouTube-Videos, dass ich da auf jeden Fall dranbleiben will. Und allgemein einfach haben wir ganz viel Kraft daraus geschöpft. Und ich muss auch sagen, mein Lieblingspart von diesem ganzen Wochenende war es, euch zu treffen. Also die Meet and Greets waren für mich, das hat mir am meisten bedeutet und das hat das alles wieder so weggemacht mit diesem ganzen, mit dieser ganzen also mit dieser Lautstärke und dass es so voll war. Aber es hat sich alles gelohnt, einfach weil ich ein paar von euch kennenlernen konnte und das war so toll. Ich habe auch, als ich abends hier wieder, also bei André war, also als wir zusammen vorm Einschlafen lag ich hier im Bett und musste schon wieder irgendwie weinen, weil ich das erst dann richtig realisieren konnte. Und also, weil das für mich einfach überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass ihr einfach zu mir gekommen seid oder zu Jared und mir und ein Foto mit uns machen wollt. Das ist einfach sehr, ja, crazy für mich. Und ich bin super dankbar dafür, dass ich das erleben durfte. Auch danke an TVO für die Möglichkeit, ja, dass ich durch TVO euch halt auch treffen konnte, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Also TVO hat uns ja die Möglichkeit quasi geboten für dieses Meet and Greet und das fand ich super toll. Und ja, habt ihr auch den Banner gesehen, Leute? Ich habe euch auch den Banner gezeigt. Könnt ihr ja mal schreiben in die Kommentare, wie ihr den findet oder fandet. Ich würde sagen, ich sag euch erstmal tschüss und bis zum tschüss und bis zum nächsten Video. Ich weiß noch nicht genau, was für ein Video es wird. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welches Video ihr euch als nächstes von mir wünscht. Und ja, bis bald, Leute.